So, aktualisieren. Ladies and Gentlemen, ich wünsche euch viel Erfolg, viel Glück, viel Spaß. Let's go. Dritte Runde, Shuffle Tournament. In between wollte ich gerne nochmal Bescheid sagen. Also Snoopy nimmt ja natürlich auch an dem Tournament teil. Und der macht aber, nebenbei guckt er sich die Sachen wahrscheinlich auch an und macht wahrscheinlich auch ein englisches Commentary. So, the one of you who are only speaking English, you can as well swap the stream to Snoopy. He is maybe commentating it in English, so you might understand a bit more, unless you want to stay here. Okay, wir gehen rein. Dritte Runde Shuffle. Ich habe gerade irgendeine Scheiße auf Englisch gelabert. Ist auch kackegal. Ich kann das auch sowieso nicht. Wir spielen hier nämlich World of Warcraft Arena und da muss man das nicht können. So. Linke Seite. Rexley Snipes, wie Titelverteidiger. Smitty DH, Jenko gegen Free Harald, beziehungsweise Harald und Halunke und Insane. Dritte Runde. Let's go. Das ist auch keine geile Arena, ne? Also für Heal oder Heiler Positioning ist das schon. Das kann gefährlich werden, sage ich mal. Da ist Nagrant natürlich ein bisschen geiler. Via Fremdwerbung machen. Ich kann auch wohl Fremdwerbung machen. Ist doch vollkommen in Ordnung. Und da geht auch gleich. Junge, das knallt hier auch gleich rein. Rootbeam hier auf Free Harald. Der muss sich da rauslösen. Insane Low gedroppt. Hat aber sein Death ab und ist alles fein. Ich glaube, der Dom hat sich gelohnt. Jetzt droppt er gefährlich low. Harald wechselt den Tree. Jenko auch richtig low. Wie heftig droppen denn bitte hier die Live, das Live von den Gegnern hier? Jenko kriegt einen Cocoon hier. Und das ist halt so eine Sache, ne? Fistweaver funktioniert halt auch nicht immer gegen alles, aber ich lasse mich natürlich irgendwie eines Besseren belehren. Also zumindest sieht es jetzt so aus, als hätte der alles ganz gut im Griff. Ne, dem muss das nur halt einmal kalt erwischen. Das ist halt immer blöd, ne? So, Jenko wieder. Job gefährlich low. Unter 50% live. Also, die haben sich hier auch schon auf Jenko eingeschaut. Da geht er down. Also, ich sag's, wie es ist, auch wenn man Eule spielt, ne? Wo man fast, oder eigentlich auch, ja, eigentlich hast du auch viele Casts, aber du hast halt auch viele Instants, ne? Und gerade mit diesem PvP-Talent, das dann, dein Clone, die Clone-Geschwindigkeit erhöht wird. Aber das reicht meistens nicht. Man kriegt hier pausenlos in die Fresse, ich sag so wie es ist. Und dann musst du erstmal einen Cast rauskriegen. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Embellishments die Leute alle spielen. Ob jetzt Jenko mit einem Precog unterwegs ist. Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht sagen. Ich habe mir die Leute nicht angeguckt. Ich hoffe nur, die haben alle maximales Gear, aber das sollten sie auch alle haben. Okay, zweite Runde. Geil, wie hier der Ring gleich auf die Darkness geschmissen wird, um Smitty DH da rauszukicken. Jenko wieder gefährlich low. Rexy Snipes low. Insane. Ja, okay, der könnte natürlich hier mit seinem Dome auf jeden Fall so ein bisschen Damage rausnehmen, gerade gegen Red Parler und DH. Da kommt der Cocoon von Rexley Snipes. So, der kann jetzt hier erstmal alles toppen. Da ist aber auch der Dome geflogen von Insane. Das ist so ein bisschen Overlap. Und sowas ist natürlich am Ende, sag ich mal, für einen Sieg oder einen Lose entscheidend. Jenko unter 50%, hat sich Dorn gegeben, ist gegen Milis eine smarte Option, aber der kriegt hier ja pausenlos auf den Sack. Also ich sehe nicht, dass der irgendwie, also der muss doch jetzt einen Weg finden, da auch nochmal den Spieß umzudrehen. Also das ist echt wild. Mit dem will ich gerade nicht tauschen. Mit dem will ich hier gerade nicht tauschen. Aber andererseits hat man ja auch mit dem Ele-Schaman letzte Runde gesehen. Der konnte sich ganz gut gegen Mili Cleave behaupten, ne? Aber ich sag mal so, der ist ja Proc-abhängig, der Ele Shami. Deswegen, es sind zwei unterschiedliche Playstyles. Und das eine performt vielleicht mal besser, das andere mal eher weniger in gewissen Lobbys. Und jetzt gerade, ne, wenn ich das sehe, DH, DK in der Kombi, das tut weh. Das muss man aushalten.
Und was sehen wir jetzt hier? 50%, Jenko, Dorn. Castet hier die Clones. Insane, dropped gefährlich low. Root Beam auf Free Harite. Da kommt Iron Bark raus. Ach du Scheiße. Jenko wieder low. Hat Barkskin geused. Grip auf Rexley Snipes. Jenko gefährlich low. Rex hat wirklich Probleme hier, Jenko zu toppen. Kriegt das aber dann doch ganz gut hin. Jenko sittet im Bären. Und wir haben hier noch einen Cocoon übrig. Und man sieht den, ne? Die Eule sitzt im Bären. Da wird gleich dann auf den Paladin geswappt. Da wird nicht 1% Damage irgendwie gewastet, sondern wird immer auf das leichteste oder das am empfindlichste Target gepackt. So. Jenko, gefährlich low. Cocoon von Rexy Snipes. Halunke, Bubble auch raus. Und das waren jetzt eigentlich so die großen Death-CDs, die noch übrig waren. Smitty DH hat hier noch sein Blur ab und sein Netherwalk. Insane auch schon alles raus. Harald hätte noch sein Nature Swiftness und Trank, um hier die Leute zu toppen. Incap Root Beam auf Free Harald. Big, big, big. Jetzt muss aber auch Damage kommen. Insane, low. Kann Harald den nochmal toppen? Der poppt hier auf dem Grabhügel. Kann man ganz gut sehen, die Trends, die jetzt natürlich auch passiv heal mitmachen. Und eigentlich auch beim Rest of Druid ja immer Platz 1 hier sind. Ne? Also die sind schon echt nicht zu verachten. Aber wir haben halt auch neulich einen Patch gekriegt, dass die Halunke und Jenko tot. Beide. Wir hatten einen Patch, dass der Life-Pool von den Trends um 66% genervt worden ist. Und es ist möglich, die umzukloppen. Die Frage ist, ist es worth it? Also klar, so in hochrangigen Spielen wird das wahrscheinlich so gemacht. Zumindest hat man das bei Matches, die Lonta auf Resto Druid gespielt hat, gesehen. Aber hier in dem Shuffle-Tournament bisher noch nicht. Linke Seite, Rexy Snipes, Halunke, Smitty DH. Rechte Seite, Free Harald, Insane und Jenko. Eieieiei. Halunke droppt low. Hier kommt ein Beam. Ja, das ist immer das Problem, ne? Der Beam hittet halt einen Fistweaver und ob das wirklich Impact hat, das weiß ich nicht. Halunke muss sein Schild ziehen. Wird getoppt, wird wieder getoppt. Und ich frage mich, so viele Leute, die World of Warcraft gerade nicht spielen, ne, blickt ihr gerade durch, was hier gerade passiert? Man sieht hier nur die Live-Balken und die Leute hier sich gegenseitig die Rübe einschlagen. Ich versuche mal hier ein bisschen geileres Point of einen geileren Blickwinkel zu kriegen. Jenko gefährlich low, dropped. Drop. Wir hätten noch auf Insane hätten wir noch die Anti-Magic Zone gehabt. Aber das ist manchmal auch. Manchmal liegt es auch an einem Global. Ich kenne das ja selber. Wenn man eine Entscheidung treffen muss, dann ich jetzt irgendwie den Heiler, nehme ich den Heiler raus oder packe ich den Global denn in den Heal oder sonst irgendwas. Das ist denn ein Global Cooldown, kann manchmal das ganze Game entscheiden. So, Free Harald, Smitty DH nun mit Jenko zusammen. Und gerade DH Eule, ne? Mini-Zwerg. Ich blicke nicht durch, ist aber trotzdem spannend. Team Smitty. Das ist sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Liebe Grüße auch nach Hause denn an dieser Stelle. Ich will gar nicht wissen, was da los ist. Was war das denn bitte für eine Runde? Hallo? Die war ja wohl... Ach, du ahnst es nicht. Ich wollte nämlich gerade noch sagen, DH und Eule, das ist eigentlich Dream Team. Das ist eigentlich Dream Team. Und die haben da aber in 0,5 Sekunden das Game entschieden. Krass. Heftig. Sandlong, vielen Dank fürs Folgen. Vielen, vielen lieben Dank. Aua. Ja, also das ist übel. So, jetzt Free Harai zusammen, Halunke und Jenko gegen Rexley, Insane und Smitty DH. So, Smitty geht gleich ran und der hat sich so ein bisschen eingeschossen, ne? Der kann das nicht lassen. Der muss auf Jenko gehen. In der Zeit droppt Insane low.
Okay, was passiert hier? Was passiert hier? Ich muss mich umdrehen. Ich kriege hier gar nicht. Es gibt zwei Kampfplätze. Smitty DH gegen Jenko und Halunke und Rex gegen beziehungsweise Halunke gegen Rex und Insane. Ach du Scheiße, was ist hier bloß los? Halunke droppt low. Insane droppt low. Junge, was war das denn gerade für eine wilde Szenerie, die wir hier gerade gesehen haben? Silence of Free Harald, der sitzt im Tree. Poppt jetzt aber die Heals, Insane wieder getoppt, hat Anti-Magic Zone benutzt. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen. Insane, 50% Life, droppt low, droppt low, droppt low. Anti-Magic Shield ist an, kann sich hier nochmal toppen. Darkness von Smitty DH und Jenko poppt hier die Dorn. Also das ist auf beiden Seiten, sieht es echt gefährlich aus, ne? Jenko setzt hier zum Clone an. Halunke droppt low. Halunke droppt low. Und Smitty DH rennt hinterher. Free Harald kriegt jetzt hier ein Blind vom DK drauf. Der DK droppt unter 10%. Kriegt einen Cocoon von Rexley Snipes. Ist damit aus dem Schneider erstmal. Clone hier auf Rexley Snipes. Und ein Beam. Jetzt wird wieder auf Jenko gekloppt. Der benutzt Barkskin. Insane wird rausgenommen im Clone von Harald. Smitty DH. Hat seine Barrage an. Ist das Barrage? Ich glaube, das ist Barrage, ne? Ich hab keine Ahnung, wie die Cooldowns vom DH heißen, ne? Das ist eine Klasse, die habe ich noch nie gespielt. Vielleicht mal, um Dungeons zu fahren, aber mehr nicht. Jenko, gefährlich, low, ist tot. Ach du Scheiße. Junge, da konnte nichts mehr. Der hatte noch Dorn ab. Schade. Die Frage ist, was ich mich frage, ist, ist das gerade alles ein bisschen buggy oder sehe ich nicht, wenn die Offensive Cooldowns hier usen? Obwohl die Cooldowns laufen jetzt auch noch weiter, ne? So, das war die dritte Runde.